Jedes dritte Mädchen in Südkorea hat bereits eine Schönheitsoperation durchgeführt. Menschen gehen bis ans Äußerste, um den Schönheitsstandard Südkoreas zu entsprechen. Diese Art von Schönheitsstandard beeinflusst auch jüngere Kinder. Dieses kleine Mädchen bewundert die Schönheit von ihrer Mutter und möchte genauso aussehen wie sie, wenn sie erwachsen wird. Deshalb malt sie immer wieder ihre Mutter. Ihre Mutter hat ein kegelförmiges Kinn und ein deformiertes Gesicht. Als sie erwachsen wird, will sie auch wie ihre Mutter eine Schönheitsoperation durchführen lassen. Also geht sie ins Krankenhaus, trifft die Ärztin und gibt ihr ein Handbuch, in dem eine Zeichnung ist. Das ist die Art von Gesicht, die sie seit ihrer Kindheit will, aber die Ärztin lehnt sie ab und sagt, dass diese Art von Gesichtsoperation sehr teuer ist. Das Mädchen kann es sich nicht leisten. Das Mädchen heißt Lisa. Sie ist entmutigt, als sie das hört und geht nach Hause. Auf dem Heimweg sieht sie ein Plakat, das kostenlose Gesichtsplastiken anbietet. Es besteht jedoch das Risiko, dass der plastische Chirurg kein Profi ist und das Gesicht versehentlich verunstalten könnte. Trotz aller Risiken unterzieht sich Lisa einer Gesichtsoperation. Leider verstirbt sie während der Operation aufgrund von Komplikationen.